Und über die Zahlen von Centrotec spreche ich jetzt mit Anton Hans, dem Finanzvorstand des Unternehmens. Herr Hans, Centrotec hat den operativen Gewinn um mehr als 40% gesteigert. Wie ist dieser positive Effekt zu erklären? 2011 war natürlich für uns ein Restrukturierungsjahr, wobei die Ergebnisse ziemlich stark belastet werden durch Kosten von Restrukturierung im Abgassegment und im Medizinsegment. So die 2011-Zahlen sind nicht wirklich vergleichbar. Aber wir haben uns in 2012 wieder ganz gut dargestellt und sind vom Operativen wieder gesund. Ergebnis ist noch nicht super, aber ist okay und wir erwarten, dass es in 2013 so weitergeht. So eigentlich die Steigerung von 40% ist mehr von Restrukturierungskosten in 2011 zu erklären, als von wirklicher Steigerung in 2012, müssen wir ehrlich sagen. Herr Hans, in Deutschland ist ja eine Abwrackprämie auf alte Heizungen im Gespräch. Wenn es tatsächlich dazu kommen würde, würde das Ihnen auch einen Wachstumsschub geben? Ja, Wachstumsschub ist immer schwierig. Wir haben natürlich in Vergangenheit viele Subventionen und Regelungen gesehen, die uns geholfen haben, aber nicht sehr stark. Abwrackprämie ist die Frage, wie einfach ist das, wie viel ist das. Es wird sicherlich ein positives Effekt haben, aber ich werde nicht erwarten, dass wir das Ganze nachholen darf, was sicher im deutschen Heizungsmarkt da ist, auf einen dann aufholen mit diesem Abwrackprämie. Das erwarte ich nicht. Aber wachsen wollen Sie durchaus. Wo und vor allem, wie wollen Sie denn in den nächsten Jahren außerhalb Deutschlands wachsen? Für uns Wachstumsmärkte sind deutlich die Emerging Markets, so das ist Osteuropa, Russland, Türkei, auch weiter Ost, so Indien, China, so langsam werden auch interessant für uns. Da werden wir sicherlich wachsen. Wir schauen uns da, ob wir das machen durch eigenes Wachstum oder dass wir da mieten. Kooperation oder was auch immer das machen. Aber das sind für uns wichtige Wachstumsmärkte. Auch USA ist langsam so ein Markt, wo wir stärker werden, sicher mit Abgasprodukten. Da ist auch eine starke Diskussion, ob PVC noch eigentlich kann im Abgasmarkt. Und wir sind natürlich stark mit unseren Produkten in Europa, wo schon PVC verboten ist. So, das gibt auch viele Möglichkeiten. So, das sind so die Märkte, wo wir wachsen im kommenden Jahren. Kooperation haben Sie angesprochen, Übernahmen vielleicht auch. Haben Sie da schon Unternehmen ganz konkret im Blick? Nein, sicher nicht. Und ich werde hier auch nicht versprechen, dass wir Akquisitionen machen. Das ist eine Möglichkeit, aber es ist absolut noch kein konkretes Thema. Wie viele liquide Mittel haben Sie denn momentan zur Verfügung, beziehungsweise ja, ich nicht. Aber Centrotec hat ungefähr 60 Millionen liquide Mittel am Ende des Jahres. Sind natürlich einige belastet durch Kreditverträge, aber etwas über 50 Millionen frei zur Verfügung haben wir da. Schauen wir uns nochmal die Aktie an. Die markierte ja 2011 das Allzeithoch bei 24 Euro. Glauben Sie, dass Sie da bald wieder hinkommen werden oder überhaupt nochmal irgendwann? Ja, überhaupt ist natürlich so eine schwierige Aussage, das kann ich schwierig machen. Ob wir da bald wieder hinkommen, erwarte ich nicht. Aber Aktienmarkt ist natürlich immer schwer einzuschätzen, dass wir etwas steigen, denke ich schon. Aber gut, müssen wir auch nochmal in 2013, denke ich, mit unseren Ergebnissen beweisen. Und dann wird die Aktie das schon auch sehen und werden die Anleger, denke ich, auch die Aktie steigen lassen. Anton Hans von Centrotec, Dankeschön für Ihre Einschätzung. Gerne.